Hallo, hier ist Liha, 2004. Wie ihr zahlreiche von euch oder einige gestern Abend noch das Video auf meinem Kanal gesehen habt, dass das Spiel Deutschland gegen Dänemark für gestern Abend abgesagt wurde, da es in Rotterdam das Stadion ja unter Wasser stand. Mehr Infos dazu ist da oder da. Irgendwo dieses Info-Ding oder in der Infobox verlinkt auch nochmal. Und ja, jetzt war heute das Nachholspiel, was vielleicht einige von euch nicht gesehen haben, falls man irgendwas vorher geplant hat und das gestern sehen wollte. War aber auch nicht so schlimm, es war ganz übles Gekicke. Das üble Gekicke wurde nur noch von der üblen Bekleidung von Steffi Jones übertroffen. Und das war schon ziemlich hässlich. Aber auf jeden Fall wird jetzt hier das Spiel Deutschland gegen Dänemark zusammengefasst. Dieses Dänemark-Flaggen-Ding habe ich irgendwann mal mit Autogramm von dänischen Fußballspielern autogrammieren lassen. Yeah. Und ja, auf jeden Fall, Deutschland ging in der zweiten Minute in Führung durch ein geschenktes Tor. Das war eine Flanke oder ein Torschuss. Eigentlich nichts Gefährliches, sondern hat die Torhüterin es trotzdem irgendwie verbockt, aus dieser nicht gefährlichen Situation ein Gegentor zu machen. Und ja, das war eins von fünf Toren von Deutschland. Und Deutschland hat bei dieser EM kein richtiges Tor geschossen. Es waren zwei Torwartfehler und drei Elfmetertore. Also, ja, gab schon bessere Sachen. Auf jeden Fall hat Dänemark dann ausgeglichen und kurz vor Schluss auch noch das Führungstor geschossen zum 2:1 und dann hätten die Deutschen nochmal die ein oder andere gute Chance gehabt in der Verlängerung und kurz vor Schluss, nicht Verlängerung, Nachspielzeit. Ich sehe nicht so, als würde ich seit 700 Jahren Fußball spielen, wisst ihr noch nicht, was das ist. Auf jeden Fall in der Verlängerung, in der Nachspielzeit noch die ein oder andere Chance, ein Tor zu machen, aber die haben dann immer irgendwie das verspielt. Und ja, schlussendlich wurde das dann nix mit dem Halbfinale, deshalb ist Deutschland jetzt raus, weil Deutschland verloren hat. Und dann im Halbfinale spielt Holland, die Hausfrauen, Herren, gegen die Dänen. Und das Spiel wird natürlich auch wieder vielleicht Nachbericht erstattet. Und ciao.